Sie schleichen um Dürgards Batterie herum. Wen weiß warum, aber du verstehst gewiss, dass niemand hier sonderlich erfreut darüber war. Sie sind kürzlich in der Stadt gewesen, aber nicht lang geblieben. Sie haben aber den Ondra-Tempel besucht. Vielleicht weiß Lafta etwas. Wenn du ihnen über den Weg läufst, sei vorsichtig. Sie sind unberechenbar. Sprechen wir über was anderes. Was willst du wissen? Leb wohl. Neue Aufgabe, Thermalperle. Kopfgeld, die Glanzgesellschaft. Kopfgeld, Metzler. Okay, das steht jetzt alles hier unten. Ja. Thealdor will eine Thermalperle aus den heißen Quellen bei den Langsichtfällen. Die heißen Quellen, von denen Thealdor mir erzählt hat, liegen östlich der Stadt, bei den Langsichtfällen. Dort hat er die Thermalperle gesehen und eine Horde von Lagofev. Thealdor hat mir geraten, den erfahrenen Jäger Tirsig aufzusuchen, bevor ich mich zu den Langsichtfällen wage. Die Glanzgesellschaft. Eine Gruppe von Radikalen, die sich selbst die Glanzgesellschaft nennt, ermordet seit einiger Zeit Politiker im Dürrwald und in der Ceres. Auf ihren Anführer Ulmer wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Es gibt Gerüchte, dass die Glanzgesellschaft sich hinter Weißmark versteckt hält, um ihren nächsten Angriff vorzubereiten. Das heißt, man könnte sie in der Nähe der Langsichtfälle östlich von Stalwart finden. Und Metzler. Thealdor hat mich wissen lassen, dass ein Kopfgeld auf die Anführerin der Schwesternschaft der gelöschten Schädels ausgesetzt ist. Metzler. Metzler und ihre Schwester und eine Gruppe von Berat-Jüngern wurden in der Wildnis bei Dürgards Batterie gesehen. Mhm. Don't see the harm. Building's thirsty work. Ich weiß nicht, was es schaden soll. Halt, Arbeit macht durstig. Figured you'd be out of here in a flash after the fighting died down. Most people don't stick around after they figure out the ogres are making regular visits. Ich dachte, du würdest verschwinden, sobald der Kampf beendet ist. Die wenigsten Leute bleiben hier, wenn sie bemerken, dass Ogre uns regelmäßig Besucher abstatten. I would have helped fight them monsters off, you know. If I didn't think I'd just get in the way. I'm with you there to handle things. Everything turned out well enough, didn't it? Don't see why Havrick's still sour at me. Ich hätte ja gehofft, die Monster zu vertreiben. Aber ich wäre noch nur im Weg gewesen. Ich hätte ja geholfen. Und dank dir hat sich doch alles bereits prächtig ergeben, oder nicht? Ich weiß nicht, warum Havrick immer noch sauer auf mich ist. Was sagst du da über Havrick? Oh, Havrick's the innkeeper over at the Grave's Rest. I may have been hiding in the inn when the fighting started. The raid didn't improve his disposition any. Ach, Havrick ist der Wirt drüben in der Gräfenrast. Ich habe mich vielleicht im Wirtshaus versteckt, als die Kämpfe ausbrachen. Sehr mutig von dir. Wayfart hustet. Der Überfall hat seine Laune nicht gebessert. Did you know he has a whole case of Fenlon liquor in there? I keep offering to buy it off him. But he says he's saving it up for when the battery's open again. Wusstest du, dass er eine ganze Kiste Fenlon-Schnaps hat? Ich will sie ihm schon lange abkaufen, aber er sagt, er hebt sie für den Tag auf, an dem die Batterie wieder geöffnet wird. As if we're gonna last that long. Anyhow, he said he'd thrash me up and down the mountain if I didn't leave him be. Als würden wir so lange durchhalten, wie dem auch sei. Er sagt, er würde mich den Berg rauf und runter prügeln, wenn ich ihn nicht im Frieden lasse. Er scheint mir vernünftig, ihn für einen besonderen Anlass aufzuheben. Du hast dich versteckt, während alle anderen ihr Leben riskiert haben. Was ist denn so besonders an diesem Zeug? Nehmen wir mal die zwei. That's what Havrick said, actually. Look, I'm not proud of it, but I'm no warrior. What am I gonna do? Throw a net on them? Das hat Havrick auch gesagt. Weißt du, ich bin nicht ganz stolz darauf, aber ich bin kein Krieger. Was soll ich denn tun? Ein Netz auf sie werfen? Immer noch besser, als zu getötet zu werden, oder? Es erscheint mir vernünftig, ihn für einen besonderen Anlass aufzuheben. It's delusional is what it is. Point of fact. What with you dealing with ogres and everything, maybe you'd, you know, be willing to help me out. Als würde das je passieren, aber sag, wo du doch die Ogre vertrieben hast und all das, vielleicht bist du bereit, mir zu helfen. Erst die Stadt retten, dann Schnaps stehlen, das nenne ich mal Fortschritt. Havrick keeps all the good stock in the inn cellar. Out of sight, you see. I mean, it's bound to be under lock and key, but I'm sure he wouldn't miss a single bottle. Not with everything that's going on. Havrick lagert den besten Tropfen im Keller des Gasthauses, wo man sie nicht sieht, weißt du? Ich meine, natürlich befindet sich alles in der Schloss und Riegel, aber eine einzige Flasche würde er sicherlich vermissen, nicht bei all der Aufregung. Was hat es mit dem Kampf gegen die Ogre zu tun, für die Schnaps zu stehen? Well,
Averick can be a little intimidating when it comes to his beverages. but otherwise, not much. Nun ja, Hefrik kann recht furchteinflößend sein, wenn es um seine Getränke geht. Greifeld lacht gequält, ansonsten wohl eher weniger. Ich überfalle doch nicht den Wirt für dich. Shh, all right, keep it down. I didn't mean anything by it. But if you happen to come across some, then maybe you could share? Psst, psst, schon gut, nicht so laut. Ich habe doch gar nicht... Das habe ich doch gar nicht gemeint. Aber wenn du zufällig etwas findest, können wir ja vielleicht teilen. Ein edler Tropfen. Hm. Das ist jetzt eine normale Quest? Oh. Wayfield will unbedingt einmal Fenlandstabs kosten und den gibt es nur im persönlich streng bewachten Weinkeller von Hefrig. Wayfield aus der Fischerei von Stalwart sagt, dass Hefrig im Gasthaus einige teure Tropfen lagert, irgendwo im Keller versteckt. Wayfield hat mir eine Belohnung angeboten, wenn ich ihm eine bestimmte Flasche beschaffe. Hm. Immer noch das eine täuschend, aber damit kann ich leben. Oh, Plumpsklo. Also, gucken wir uns hier draußen mal um. Also, da würde es hochgehen zur Dürgans Batterie. Da gehen wir aber als allerletztes hin. Okay, Rastvorräte, die ich gerade nicht mitnehmen kann. Dann gehen wir jetzt mal in dieses Haus rein. Gucken uns hier unten nochmal alles an. Gehen in die Fischerei. Oh, heiße Quellen von Stalwart. Jutruns Wagen. Also gehen in die Fischerei, kommen hier hoch. Geht in die Fischerei, kommen hier so hoch, gehen hier in die Gräfenrast. Dann Tyriks Haus, Hydros Wagen, Andra Tempel und dann Langsichtfälle. Mhm. Sind sie weg? Sind diese ähnliche Brut endlich weg? Die Zähne wurden glatt geschliffen als Vorbereitung für das Schnitzen. Mhm. I'm here. Hi. I heard the ogres outside, tearing down walls and murdering folk. Don't remember how things got this bad. Ich habe draußen die Ogre gehört. Sie reißen Wände ein und ermorden Bürger. Ich weiß nicht, wie es so schlimm werden konnte. Die alte Frau ringt die Hände. Ihre Knöchel sind geschwollen, ihre Handflächen voller Schwielen. Die hörbar kratzen, als sie die Hände aneinander reibt. Aber du bist die neue Abenteurerin. Redding Gilds neueste Freiwillige. Sie blinzelt dich an und lehnt sich auf ihren wackeligen Beinen gefährlich weit vor. A real spitfire, she told me. Bet you'd whip those layabouts at the mine into shape. Plötzlich lacht sie schrill. Ein echter... Drachen, wie sie gesagt hat. Du wirst diesen Faulpelzen in der Mine gewiss Beine machen. Möchte ich etwas fragen? Hast du etwas gesagt, mein Kind? Erzähl mir was über dich. I was the overseer at the mine, back when it was running. Got shut down decades ago when we couldn't sell or ship the stuff. Ich war Aufseherin in der Mine, als sie noch in Betrieb war. Sie wurde vor Jahrzehnten geschlossen, als wir das Zeug nicht mehr verkaufen oder exportieren konnten. But I still remember plenty about the mining business. And I got as many folk as I can digging out the entrance. Aber ich weiß noch vieles über den Bergbau und ich lasse den Eingang von so vielen Leuten wie möglich freilegen. Sie tippt sich gegen den fleckigen, mit schütterem Haar bedeckten Kopf. Been praying to the salty wench that I don't forget too much before they finish the job. Ich bete zur Salzschlampe, das wird Andra sein, dass sie nicht zu viel, dass ich nicht zu viel vergesse, ehe sie die Arbeit beendet haben. Sie zwinkert. Das ist alles. Got to speak up? My hearing ain't what it was. Du musst lauter sprechen, meine Ohren sind nicht mehr die besten. Weggehen, okay. Die hat zum Glück nicht viel zu sagen gehabt.
Absolutely. So, dann gehen wir mal hier runter. Das sieht aber auch so aus, als ob hier mal ein Tor gewesen ist. Du bist gerade zur rechten Zeit aufgetaucht. Mhm. Ist hier draußen vielleicht noch etwas Besonderes? Steckt sich jemand hier? Nö. Adraban und Fisch. Fresh Fish! Freshly caught! Und Brinwandbahn und Ringribären. Mhm. Was ist mit dem jetzt los? Gedörrter Fleckenrückenbarsch. Ausdauer, Intellekt, Wahrnehmung. Oh. Ein Dutzend runde Augen starren kläglich aus den weggeworfenen Köpfen des heutigen Fangs, die in einer stinkenden See aus Flossen und Innereien schwimmen. Die Fischreste durchsuchen. Deine Hände stoßen auf etwas Rundes und Fleischiges, so groß wie eine Melone. Es ist glatt und schuppenlos und scheint zum Teil mit Haaren bedeckt zu sein. Ein weggeworfener Kopf, vielleicht aber nicht der eines Fisches. Gegen den Kopf pieken. Der Kopf rutscht weiter in die schleimigen Tiefen des Fasses hinab. Den Kopf herausziehen. Du kackst den Kopf mit beiden Händen und beginnst, ihn aus dem Fass zu ziehen. Plötzlich rutscht er dir aus den Händen, als der Besitzer des Kopfes aus dem Fass springt und dabei Fischstücke auf dem Marktstand niederregnen lässt. Zahua, der Mann, der aus dem Fass gesprungen ist, steht vor dir und blickt dich an. Bis auf einen Lendenschutz ist er nackt und voller Fischeingeweide. Er ist von Kopf bis Fuß mit Narben bedeckt, Riss- und Stichwunden und den dornigen Spuren von Peitschenhieben. Die meisten sind verblichen wie alte Erinnerungen. Dennoch ist der körperliche Zustand des Mannes bemerkenswert. Die schlaffe Haut an seinen Flanken und Ellenbogen ist das einzige Anzeichen eines fortgeschrittenen Alters. Sein Gesichtsausdruck ist seelenruhig, doch der Rest von ihm scheint auf Eis gefasst zu sein. You must forgive, Zawa. I was not expecting you. Du musst Zahua verzeihen, ich habe dich nicht erwartet. Er blickt dir zunächst in die Augen, doch sein Blick schweift herum und erfasst unterschiedliche Stellen deines Gesichts, als wäre er von neuen Entdeckungen abgelenkt. Wenn er verunsichert sein sollte, lässt er es sich nicht anmerken. Was hast du in diesem Fass getan? Zawa kratzt sich beunruhigt die Stirn. Resting my eyes, I thought. Waiting for the Malkashore to bring me inside. Ich dachte, ich würde meine Augen ausruhen. Ich warte, bis das Malkashore mir Klarheit bringt. Er schüttelt den Kopf. It would seem I dozed. A good thing my master was not alive to see it. Offenbar bin ich eingenickt. Gut, dass mein Meister nicht mehr am Leben ist, um das zu sehen. Zahua blinzelt und beugt sich vor, um dich besser ansehen zu können. Seine vergrößerten Pupillen scheinen seine fahlen Iriden zu verdrängen. Are you real? Bist du real? Ja. Jetzt, wo du das erwähnst, bin ich mir da gar nicht so sicher. Ja. Of course. I meant no offense. But I find it is best to ask when Malkashore is involved. Natürlich, ich wollte dich nicht beleidigen, aber wenn man Malkashore genommen hat, sollte man lieber nachfragen. Malkashore. A small white mushroom. I have heard it called snowcap in these lands. Ein kleiner weißer Pilz. In diesem Land nennt man ihn Schneekappe, wie mir scheint. It can reveal the true nature of many things. Er kann das wahre Wesen vieler Dinge offenbaren. Er nimmt also Magic Mushrooms und pennt dann im Fisch ein. Du sagtest, du hast einen Meister? Der Mann verfolgt deinen unbewussten Blick auf seine Narben. Er lächelt höflich. A teacher, not an owner. Zawa is a free man. As free as any of us. Ein Lehrer, kein Besitzer. Zahua ist ein freier Mann. Nur so frei, wie wir alle eben sind. Ich verstehe immer noch nicht, was du in diesem Fass wolltest. I was freeing myself from vanity. Ich habe mich von der Eitelkeit befreit. Und von deinem Verstand gleich mit. Consider, how can one be vain, who is bathed in the smell of dead fish? Sag mir, wie kann man eitel sein, wenn man im Geruch von toter Fische gebadet ist? Seine Augen funkeln
Grolls auf. Ich weiß es nicht, das lässt sich kaum bestreiten. Ich habe den Geruch kaum bemerkt. Es hilft mir, weil es so schön ist. Ja. Die Damen sind vermutlich genauso wirkungsvoll. Ich weiß es nicht. I had the idea when I passed this way earlier. I am pleased with the results so far. Ich hatte diese Idee, als ich diesen Weg entlang kam. Ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Er lächelt einer Frau zu, die angewidert zu ihm blickt, als sie vorbeigeht. Durch die Ablenkung stolpert sie über einen Stein und fällt fast auf ihr Gesicht. Er klatscht in die Hände. Yes, quite pleased. Er lacht triumphierend. Ja, sehr zufrieden. Diese Namen stammen aus dem Kampf? Zauber blickt aus seinem Körper hinab. From battle, yes. I left them upon my enemies.